Ja, Leute, da sind wir also wieder. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13. Heute das absolute Spitzenspiel. Der dritte gegen den ersten, Schalke gegen Leverkusen. Das Hinspiel gewannen unsere Schalker mit 4:1. Leverkusen hat seit 15 Spielen ungeschlagen, sind in den letzten 8 Spielen immer in Führung gegangen und wir haben in den letzten 5 Spielen jeweils einen Sieg geholt. Bellarabi mit der ersten Möglichkeit, aber die Flanke zu schlecht, weil auch keiner da war. Hätte er vielleicht selber Abschluss suchen müssen. Wir, wie gesagt, mit 5 Siegen in Folge im Rücken, allerdings mit im Hinterkopf. Wir sind zuletzt in der Europa League klanglos, sang- und klanglos ausgeschieden gegen Lazio Rom. Das Rückspiel war nicht berauschend. Das Hinspiel haben wir in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben. Haben 2-0 für 13 verloren. Egal, da haben wir uns genug gehört. Also, das heißt es nicht mehr dran denken. Jetzt gilt es nur noch in der Bundesliga, die direkte Champions League-Quali zu erreichen. Jetzt kommt aber erstmal Leverkusen. Bellarabi mit der Flanke. Das ist Hövedes gegen Schürrle. Hildebrand holt sich den Ball da. Ganz sauber von André Schürrle. Abschlag von Timo Hildebrand. Michel Bastos rückt zurück auf die linke Seite. Van Wolfswinkel drin für Charlay Marekau gesperrt. Bastos mit der Flanke in den Lauf von Max, aber noch ein bisschen zu steil. Das Duell der beim besten Torjäger. Klaassen Huntela auf der einen Seite mit 27 Treffern bereits in der Saison und auf der anderen Seite auf Leverkusen Seite Stefan Kießling mit 23 Saisontreffern. Und Rolfes hat hier die Hand zur Hilfe genommen. Ja, hat er den Ball irgendwie sich da zwischen Hüfte und Hand eingeklemmt. Kann man geben vielleicht. Papadopoulos mit dem langen Freistoß. Das ist Van Wolfswinkel. Verlängert auf Jones. Jones auf Draxler. Draxler per Übersteiger vorbei an Daniel Schwab. Draxler ist frei. Draxler! Aber Bernd Leno hat den Ball ganz sicher. Der Schuss war auch nicht gerade gut von Julian Draxler. Der hat da Stremmer reinhauen müssen. So wie gegen Lazio Rom, wenn es gegen Winkel hämmert, ne? Leider zu spät in 90. Minute. Schürrle gegen Hövedes. Was macht Benny denn da? Vollkommen unnötige Attacke von Benny Hövedes. Sieht da zurecht die gelbe Karte. Ich glaube, das war seine zweite in dieser Saison sogar. Aber das war total unnötig. Da geht er rein. Schürrle war gar nicht mit Tempo da. Und dann sagt er noch, er spielt den Ball. Also Benny, bei aller Liebe. Das war vollkommen dumm, die Aktion. André Schürrle führt den Freistoß selbst aus. Larf den langen Pfosten. Aber Papadopoulos ist da. Diesmal wieder. Draxler. Bender geht dazwischen. Rolfes, das ist wieder Kießling. Und wieder ist Papa da. Sehr schön. Verfahren, langer Ball auf Van Wolfswinkel. Raus auf Bastos. Bastos in die Mitte gespielt auf Philipp Max. Der ganz vor den Ball annehmen kann. Philipp Max vorbei am Wollscheid. Und es gibt Freistoß für unsere Schalker. Warum? Weiß ich jetzt endlich nicht. Sehen wir keine Wiederholung. Okay, Michel Bastos wird das Ding ausführen. Mit seinem starken linken Fuß. Bastos abgefälscht. Verfahren kommt nicht ran. Spitz zurück, Castro. Hier muss ein Ball von hinten auf, um zu kontern. Bender, Schürrle. Schalke noch nicht richtig sortieren hinten. Schürrle gegen Hövedes. Diesmal ist Benny da. Und von Wolfswinkel, naja. Rolfes, Garex vor Kiesling, stark. Wolfswinkel gut gespielt auf Bastos. Aber Bastos ein bisschen zu früh und optimistisch gespielt. Wieder Hövedes da. Reinhardt vor Max. Nochmal langer Ball. Wieder Hövedes. Draxler auf Max. Max auf Verfahren. Abseits. Ja, richtig entschieden. Schön, den völlig frei an. Wieder Jones vor Kießling da. Draxler raus auf Verfahren. Verfahren, das war vollkommen unnötig. Gebolze hier mehr. Van Wolfswinkel sieht nicht nach Spitzenspiel aus zur Zeit. Eher nach Kreisliga-Gebolze. Bender. Raus auf Bellarabi. Das war gut gespielt. Karim Bellarabi vorbei am Büttner. Papadopoulos fälscht die Flanke ab und Jones verhindert, dass es eine Ecke gibt und baut selber auf. Gut gespielt auf Bastos. Bastos auf Ricky Van Wolfswinkel. Das war Englisch auszudrücken. Bastos nochmal Van Wolfswinkel und Draxler. Draxler nach vorne auf Max. Nee. So nicht. So kann man Bernd Leno nicht in die Bredouille bringen. Wie gesagt, das Hinspiel haben wir 4-1 gewonnen. Im Pokal sind wir mit 1-0 rausgeflogen. Also das dritte Spiel in der Saison gegen Bayer Leverkusen und das zweite Spiel wollen wir uns hier angucken, nicht schon. Aber weil es immer ein dickes Spitzenspiel ist und es bei uns um sehr viel geht, gucken wir uns das heute einfach nochmal an. Wie gesagt, wird eines der letzten Spiele sein, was wir in 3D-Modus sehen. Ansonsten wird das Rest hier in Textmodus ab stattfinden. Papadopoulos auf Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel legt auch für Draxler. Draxler schießt mal, aber auch eher im Verlegenheitsschuss als wirklich gefährlich. Sehr ausgeglichenes Spiel. Leverkusen mit ein bisschen mehr Ballbesitz als unsere Schalker. Große Chancen gibt es auf beiden Seiten bisher. Noch nicht. Die können wir noch suchen. Leno raus auf Bellarabi.
Wolf ist Castro. Bastos gut aufgepasst und den Gegenangriff aufbauen. Von Wolfswinkel auf Philipp Max. Max zurück auf Draxler. Draxler auf Van Wolfswinkel. Jetzt müsste er links rausspielen. Nee, er sucht die Mitte wieder. Max. Max sucht links draußen. Michel Bastos. Ja, hat er. Bastos flankt. Bolscheid. Keiner in der Mitte. Die Mitte wurde nicht besetzt da. Und das ist Halbzeit. Okay. Jetzt kamen wir gerade ein bisschen besser ins Spiel. Aber leider war es zu wenig. Höwedes holte sich unnötigerweise die gelbe Karte ab. So, Halbzeitansprache. Jetzt auf keinen Fall nachlassen. Genauso weitermachen wie zum Ende der zweiten Halbzeit. Und dann schauen wir mal. Van Wolfswinkel motivieren wir genauso wie Philipp Max auch wieder. Bastos genauso wie Jeff von Fun. Und hinten Benny Hövedes. Und dann bekommen wir Massagen geben können. Auf jeden Fall Julian Draxler. Mann, was ist bloß los? McDonalds wieder. Muss man zu aufstoßen. Van Wolfswinkel braucht keine. Der ist eigentlich noch fit. Garis kriegt noch eine. Ja, und dem Philipp Max noch eine. So, ab geht's in Hälfte 2. Leverkusen sollte jetzt hier besiegen. Mit einem Punkt bleiben wir wieder auf Platz 5 hängen, leider. Weil die anderen alle wieder gewonnen haben und wir einmal patzen. Das darf natürlich nicht wahr sein. Bender, Schürrle. Rausgespielt auf Karim, Bellarabi, den kriegt er auch. Büttner ist da, Bellarabi mit der Flanke, Kießling! Und Hövedes schon wieder mit einem Eigentor. So, was hat der Benny Hövedes für ein Pech am Stecken? Oh, 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 oh. Aus dem Nichts geht Leverkusen in Führung. Kießling, klasse Schuss an den Innenpfosten und Hövedes, ja. Gut, diesmal will ich ihm da keinen Vorwurf machen. Diesmal stand er da halt zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Da kann er einfach nichts machen als reagieren. Sicherlich kann er irgendwie stoppen. Er wollte ihn irgendwie annehmen versuchen. Dann geht das Ganze da vollkommen schief und dann haut er sich das Ding selber rein. Wie im Pokal schon, was uns das Weiterkommen gekostet hat. Und Leverkusen geht zum 9. Mal in Folge in ein Spiel in Führung. Wolfswinkel. Jawohl, gut den Vorteil abgewartet. Gibt Freischuss für unsere Schalke. Hoffentlich kommen sie jetzt hier besser zurück ins Spiel. Hövedes. Der Pechvogel des Spiels bislang. Büttner. Philipp Max. Max vorbei im Wollschein. Philipp Max. Philipp Max. Klasse Parade von Bernd Leno. Philipp Max wartet auf sein zweites Bundesliga-Tor und das erste hier im eigenen Stadion. Jetzt die Kontermöglichkeit für Leverkusen über André Schürrle. Hövedes redet dazwischen. Das ist mal stark. Jones. Und Philipp Max. Von Wolfswinkel. Ah, wollte er eher die linke Außenmann suchen. Unnötig. Hätte er rechts rausspielen können. War alles frei. Garix stark den Ball abgelaufen vor Garix. Vor Schürrle. Draxler. Auch zu optimistisch für Michel Bastos. Den kriegt er nicht. Philipp Max. Engagiert vorne bislang, wie immer. Wechsel bei Leverkusen. Marcel Sabitzer kommt rein für Karim Bellarabi. Gruß an dieser Stelle an Baumi. Sein Marcel Sabitzer halt, ne? Stark von Hövedes. Max, das muss Abseits sein. Auch wenn schon kriegt Leno den hingelegt. So, Wechsel muss kommen jetzt bei uns. Frische Kraft muss rein. Christian Clemens ist gut in Form. Wird kommen für Jeffers Verfahren, der schon ausgepowert ist. Auf die rechte Seite. Clemens ja mit super Flanken. Bender. Wolfes. Bastos kommt nicht davor. Castro. Sabitzer. Jones ist da. Kießling. Jones. Philipp Marx. Und Garix. Draxler. Ich muss kurz unterbrechen, Leute. Tut mir echt leid. Ja, Leute, tut mir leid, da musste ich jetzt ganz kurz unterbrechen. Ich wusste auch nicht, wie ich das sonst rausschneiden soll. Mein Papa hat mich da angerufen und da musste ich einfach mal fix rangehen. Aber egal, weiter geht's hier mit dem Spitzenspiel. Wir liegen weiter in einzelnen Hitten. Oh, 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 oh. Marcel Sabitzer. Langer Ball auf André Schürrle. Der Wechsel kommt immer noch nicht zustande. Jetzt endlich. Vor 10 Minuten Schraube drückt. Christian Clemens führt Jefferson Verfahren. Also ist echt doof gemacht mit den ganzen Wechseln hier bei 3D-Spiel. Es geht viel zu schnell und der Ball geht kaum ins Aus. Dann kommen die Spieler eigentlich schon sollten zu 60. rein und kommen dann meist erst zu 80. Clemens. Garix. Ah, nicht gut gemacht. Draxler, aber auch lieber Gold. Jetzt kommt er mit Kite. Van Wolfswinkel. Schickt Max, jawohl. Gut gelöst. Philipp Max. Max müsste Van Wolfswinkel schicken. Jawohl, Van Wolfswinkel. Frei vor Leno Van Wolfswinkel. Was ist das für ein Abschluss? Verdammt nochmal. Mensch, du. Den muss er doch reinmachen. Philipp Max am Ende mit den Kräften. Für ihn wird Schaller ins Spiel kommen. Und ansonsten Neustädter für Jermaine Jones auf die 6. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein schwacher Abschluss? Bastos.
Mann, ey. Sabitzer, Paulopoulos und Jones. Draxler. Van Wolfswinkel. Links raus auf Bastos. Bastos gegen Castro. Bastos! Zu einfach! Viel zu einfach. Jetzt werde ich wirklich langsam. Jetzt komme ich langsam wieder zur. Also wenn man so eine Spiele hier vergeben kann. Höwe das und. Naja, gut, das ist bitter, ja. Bastos. Bastos, gut gelöst diesmal. Jones. Gut gemacht. Nochmal Bastos. Links raus. Flanke. Max kommt nicht ran. Toprak ist da. Wechsel kommt natürlich wieder viel zu spät, wie immer. Langer Ball noch auf unser Pizza. Höwe, das ist da. Jones. Und Draxler. Nochmal links raus auf Bastos. Den kriegt er wieder nicht. Was sind das für Bälle von Julian Draxler zurzeit? Meine Güte. Wir geben das Ding hier aus der Hand. Bleiben auf Platz 5 wieder hängen. Haben uns das so gut erarbeitet letzte Woche. Gegen Werder Bremen da. Aber da hat sich schon angedeutet. Da haben wir schon mit Ach und Krach gewonnen. Aber es fehlt eindeutig eine Sturmspitze da. Auch von Wolfsburg kann die Lücke von Huntelaar nicht schließen. Sabitzer, Bastos. Nochmal Sabitzer. Langer Ball nach vorne. Neustädter. Und Clemens. Van Wolfswinkel kommt nicht ran. Jawohl. Und spielt doch klar den Ball. Oh, das gibt's doch nicht. Van Wolfswinkel spielt sowas von klar den Ball. Und damit ist das Ding hier verloren gegen Leverkusen. Nochmal Bastos. Nee, ich bin zu kurz. Sabitzer mit der Flanke. Fuchs, der ehemalige Schalker Christian. Fuchs kann's entscheiden hier. Macht er aber nicht. Ja, Leute, mir fehlen da die Worte, da ist es vorbei. Aus in der Europa League. Der Sturz auf Platz 5 zurück. Letzte Woche haben wir geträumt. Jetzt sind wir im tiefen Tal der Tränen fast. Höwedes, schon wieder Höwedes mit einem Eigentor gegen Leverkusen, was das Spiel letztendlich entscheidet. Wieder mal entscheidet ein Eigentor von Danny Höwedes das Spiel. Wie schon im Pokal. 0-1 Niederlage zu Hause gegen Leverkusen nach einem Eigentor gegen Wendy Höwedes. Der schießt gerne im Eigentore, wa? Ist sogar gesperrt jetzt. War doch seine fünfte. Ne, doch nicht. Vier gelbe Karten. Also war seine vierte und jetzt muss er aufpassen im nächsten Mal. Wendy Höwedes. Oh, oh, der kann ja leid tun. Unser Kapitän. Jones bester Mann gewesen. Draxler auch von ihm kaum Aktionspunkte gewesen. Philipp Max hatte noch eine der größten Chancen, genauso wie Van Wolfswinkel, das Ding da viel zu früh abschließt. Das war natürlich vollkommen ärgerlich. Ergebnisse, ja, wie gesagt, der Sturz zurück auf Platz 5 nach 5 Siegen in Folge. Die Niederlage gegen Leverkusen. Und Leverkusen holt die Tabellenführung zurück. Wir sind zwar dran, aber spielen gegen keinen mehr von diesen Mannschaften. Müssen also auf die anderen hoffen, dass wir da in den letzten nächsten 5 Spielen nochmal einen Platz für die direkte Champions League Quali bekommen. Das wird natürlich ganz eng. Aber okay. Oliver Fink gibt seinen Ablösung im Wechsel zu Bochum bekannt. Stimmen. 6 von dem Spiel. Das können meine Jungs halten, was sie wollen. Nun Halbzeit. Da geht nichts. Sammy Hüppier. Wir haben zwar über weite Strecken das Spiel kontrolliert. Uns ist es aber nicht gelungen, entsprechende Chancen herauszuarbeiten. Leverkusen war vor allen Dingen in der Defensive ungemein stark. Ein 0-0 hätte uns heute auch gut getan. Uns hätte es wirklich gut getan, aber es wäre eher verdient gewesen, unentschieden hier. 4 Dortmunder Elf des Tages. Götze, Kehl. Geht Götze hier schon nach Bayern? Ne, hier geht er natürlich nicht nach Bayern. Das war schon früher. Nuri Sahin, auch er. Ja. Ausgeliehen an Dortmund. Auch Kaufoption für 8 Millionen. Teamleistung, ja, die war heute nicht besonders. Bester Spieler, Huntelaar weiterhin. Kiesling hat trotzdem nicht getroffen, denn Höwedes hat das Ding für Kiesling reingehauen. Immerhin da. Das ist auch einigermaßen lustig und gut zu sehen. Jetzt geht es also nach Frankfurt, auch ein direktes Duell um da unten. Timo Horn wechselt von Basel nach Hamburg. Hier, Horn war da nicht schon bei Köln? Gibt es denn sowas? Ist er jetzt im Winter schon nach Köln gegangen oder was? Ja, 12 Spiele in der zweiten Liga gemacht. Dann für 700.000 Euro nach Basel gegangen in der Rückrunde. Jetzt hat er ein Spiel gemacht bislang und geht jetzt zum HSV für 3,1 Millionen. Das ist echt ein Ding.
Werder Bremen gibt an Stefan Tabolli, interessiert am Trainer Johannes Frost, steht kurz vor der Entlastung. Ja, da haben wir uns eigentlich drauf geguckt, wie es da aussieht. Schauen wir mal in die Gerüchteküche rein, was gibt's da Neues? Naja, große Gerüchte gibt's hier nicht, alle. Jetzt gucken wir nur Deutschland an. Dennoch eher alle. Oder doch Deutschland, und dann können wir uns die Liga ja auch angucken. Deutschland, Bundesliga, was gibt's da für Gerüchte? Freiburg Interesse an Mentoris, Markus Miller zu Eintracht Frankfurt. Ansonsten von den ganz Großen gibt es hier noch keine Wechselgerüchte. Schauen wir Verträge an. Timosch hat verlängert bei den Bayern, guck an. Bis 2015, 2 Jahre nochmal hat er verlängert. Lahn Petric verlängert bei FC Fulham. Gut, ja, das war klar. Das war jetzt klar, dass das kommt. Oh, 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 Huntela wird wieder fit sein gegen Frankfurt. Steht's ja auch, heute ist er wieder fit. Hat eine Woche Zeit, er hat also gut 5 Tage Zeit wieder reinzukommen. Huntela wieder fit, Gott sei Dank, unser Hunter. Wieder da, wird mit Van Wolfswinkel zusammen im Sturm stehen dann. Maxi kommt auf die Bank dann erstmal. Für Adam Schauder natürlich. Affelein auch da auf der Bank. Martip, die Fitness sagt alles bei ihm aus, ne? Aber wir haben die beiden wieder gute Fitness hier. Garex zurzeit nicht. Doch, Frische ist es ja, die Fitness ist hier. Ah, Mann, eben. Papadopoulos, warum hat der so eine schlechte Fitness? Verstehe ich mal gar nicht. Höwedes hat 4 gelbe Karten, muss er aufpassen. Ja Leute, ich würde erstmal sagen, das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.